Moin, ich bin's mal wieder mit einem neuen Video und heute mit einem weiteren Unboxing-Video. Ja, und heute packe ich aus ein Akkuschrauber von Parkside. Ich hatte vor kurzem schon ein Bosch IXO Akkuschrauber ausgepackt. Der wurde auch schon benutzt und zwar beim Aufbau eines IKEA Packs Eckschrankes. Ja, wir waren soweit auch erfolgreich, haben das Teil auch recht regelmäßig oder häufig genutzt. Und der hat tatsächlich wirklich gute Dienste geleistet. Was man halt ein bisschen beachten muss bei der Nutzung dieses Bosch IXOs, war halt, dass man die Schrauben sehr, sehr fest reindrücken muss mit dem Bit, damit das halt sich nicht beim Festdrehen dann, damit der Bit halt nicht rausspringt und dann der Bit beschädigt wird, ne? Während das Teil dann weiter dreht. Ja, und ansonsten hatte ich halt bei dem Gerät festgestellt, dass er soweit ganz gut funktioniert, auch recht lange hält, ne, der Akku mit einer Akkuladung. Das Aufladen dauerte ungefähr eine Stunde und was mir ein bisschen negativ auffiel, ist, dass man das Teil, wenn man es lädt, nicht gleichzeitig auch noch nutzen kann. So, das waren so die Vor- und Nachteile des Bosch IXOs. Und jetzt, wie gesagt, packe ich aus ein Parkside-Akkuschrauber mit der Bezeichnung PAS4A1. Das Besondere daran ist, dass das Teil nicht so wie beim Bosch IXO komplett nackt und mit ein paar Bits und halt einem Standardaufsatz daherkommt, sondern mit diversen, also vier Stück insgesamt, diversen Aufsätzen. Und das Ganze, also außerdem noch die deutlich mehr Bits, und das Ganze dann halt für 25 Euro bei Lidl. Ist aktuell im Angebot, Lidl Hamburg. Ich weiß nicht, ob das hier bundesweit ist, aber zumindest in Hamburg gibt es das Angebot noch. Ja, und ja, ich denke mal, für 25 Euro ist das ein relativ gutes Angebot. Man kriegt recht viel dafür. Man hat 3 Jahre Garantie. Ja, und ich packe das Teil mal aus. Erstmal gehen wir, wie immer, durch die Verpackung. Ich hoffe, dass man soweit alles sehen kann, da ich heute leider nicht die Möglichkeit habe, das anders zu filmen. Und deshalb müsste ich da so ein bisschen Abstriche machen bezüglich dem Betrachtungswinkel. Aber ich denke mal, ich kriege das soweit, das Wichtigste zumindest, auf das in die Kamera. So, einmal hier auf dieser Website, auf dieser Seite, die technischen Daten. Akku 4 Volt Lithium-Ionen mit 1500 mA. Maximales Drehmoment 4 Nanometer. Dann Bemessungs-Leerlauf-Drehzahl, wenn das einem was sagt, NO200 Min. Dann enthaltenes Zubehör. Ein Drehmomentaufsatz, das ist dieses Teil hier. Dann ein Exzenteraufsatz, das ist dieses Teil. Und dann die Nummer 3 ist dann halt so ein Winkelaufsatz. Und die Nummer 4 wäre dann so ein Schneideaufsatz. Das meiste ist selbsterklärend. Drehmoment ist dafür da, dass man Schrauben nicht überdreht, sprich halt dann beschädigt. Das zweite, dieser Winkel, dieser Exzenteraufsatz ist dafür gedacht, um zum Beispiel auch Schrauben, die sehr, sehr nah an der Wand befestigt sind oder befestigt werden sollen, drehen kann. Sprich, man würde hier halt nicht so weit an die Wand rankommen und das Teil ist halt versetzt, ne? Dann die 3, Winkelaufsatz, ist klar, wenn man irgendwo um einen Winkel drehen muss. Und 4, diese Schneideteile, ne, das ist natürlich auch selbsterklärend. Da kann man dann halt relativ weiche Materialien schneiden. Ich weiß nicht, ich denke mal so Holz, also leichte Holzplatten, Pappe, Papier natürlich auch und so weiter, Kunststoffplatten und so weiter, ne? Ja, und dann halt hier noch ein Netzteil mit so einem Standardstecker, kein USB.
Dann halt diverse Bits und dann nochmal Verlängerung. So, auf der vorderen Seite hier nochmal die Bezeichnung Li-Ionen-Technologie. Dann hier auch nochmal die ganzen Funktionen bzw. diese Aufsätze in bebilderten Bildern, wie auch immer. Dann hier auf der Seite. Dann hier nochmal diese TÜV-Süd-Siegel, geprüfte Sicherheit, 3 Jahre Garantie. Dann hier die Tasche sieht man. Und dann hier nochmal die diverse. Und dann auf der Rückseite in verschiedenen Sprachen halt nochmal die ganzen Funktionen, Eigenschaften und so weiter. Ja. Und dann mache ich das Teil mal auf. Getestet habe ich das Teil natürlich schon mal. Aber nichtsdestotrotz. So. Dann einmal herausgenommen. So, und zur Seite gelegt. Da ist noch der Bon, oder die Rechnung. Dann einmal weggelegt und hier ist die Bedienungsanleitung. Und dann hat man hier halt eine Bebilderung der ganzen Teile und dann hier halt die ganzen Funktionen bzw. Inbetriebnahme und so weiter, Garantiebedingungen und so weiter und so fort, Service, ne? Ja, so wie immer. Und dann mache ich das Teil mal auf. Die Tasche ist auch ganz nett. Beim Bosch IXO war das so eine so ein Blechbehältnis und hier hat man halt so eine Stofftasche. Ist, denke ich mal, ganz okay. Hier sieht man dann die ganzen Bits. Halt diese ganzen Bits hier. Von normalen Kreuzschlitz, Torx über ganz normale hier. Torx, wie auch immer. Hier die Verlängerung. Ich gehe mal davon aus, dass dass die Bits von der Qualität her nicht so gut sind wie diese Bosch-Bits, ne? Aber mein Gott, ne? Für den Preis muss man irgendwo natürlich auch leichte Abstriche machen. Beim Testen des Gerätes habe ich festgestellt, dass die Bits extrem fest, wenn man sie hier reinsetzt, dann sind sie extrem fest hier dran und man braucht irgendwie ein bisschen mehr Grip, um die rauszuziehen. Sprich, ich habe es zum Beispiel, zuerst mal hatte ich ein bisschen Schwierigkeiten und dann habe ich mir Papier genommen und habe die Bits, dadurch, dass ich dann mehr Greiffläche hatte, die dann rausgezogen. So, wie gesagt, einmal hier das Gerät. Ähnlich gehalten wie der Bosch IXO. Man merkt aber schon im Vergleich, dass das Teil natürlich nicht ganz so hochwertig verarbeitet ist. Die Haptik ist natürlich nicht ganz so hochwertig, aber ich denke mal, wie gesagt, für den Preis und für dieses ganze Zubehör ist das verschmerzbar. Hier dann halt die Aufsätze, die heraufkommen. Das ist dieser Standardaufsatz. Der hat halt gar keine Funktion. Der ist einfach zum Schutz hier. Und dann hat man hier einmal vorne 2 LEDs im Gegensatz zum Bosch IXO. Dann hier Links-Rechts-Lauf, ne, kann man hier rein und raus drücken. Und in der Mitte ist es dann halt, dann kann man gar nicht drücken. Jetzt hier einmal funktioniert. Was gut ist und was beim Bosch IXO nicht vorhanden ist, sind hier diese LEDs. Man sieht, was man dreht oder beziehungsweise wo man hindreht. Raus und reindrehen. Und hier dann halt noch eine Ladestands- oder Akkuanzeige, ne? Sprich, wenn man zum Beispiel das Teil hier lädt, dann leuchtet das in der Regel dann rot. Angeblich soll das nur rot leuchten, wenn es unter 30% ist, ne? Unter 30% Akkuladung. Als ich das Teil aufgeladen hatte, hat das aber grundsätzlich die ganze Zeit rot geleuchtet. Irgendwann mal fing das an, tatsächlich grün zu leuchten. Dann hatte ich es abgenommen, wieder aufgeladen oder dann nochmal geladen, hatte einmal hier ausprobiert und dann war es halt wieder komplett rot. Ne? Also so ein bisschen widersprüchlich. Aber mein Gott, naja, egal. So, und auf dieser Seite dann halt nochmal die ganzen, ja, die Bezeichnung, Seriennummer und so weiter und so fort. Und hier wichtig, dass man die Bedienungsanleitung lesen muss. Und hier noch eine Schraube, falls man mal
irgendwie was reparieren muss, ne? Außerhalb der Garantie natürlich. Ich denke mal, der Akku wird auf jeden Fall die Garantiezeit überleben. Ansonsten habe ich aber auch schon mal reingeguckt. Der Akku ist eigentlich nicht von der Garantie abgedeckt, weil das ein Verschleißteil ist. Und ich denke mal, dass das eines der ersten Teile sein wird, die halt irgendwann mal unter der Nutzung leiden werden. Und ich glaube aber, dass Lidl da keine so großen Probleme machen wird und möglicherweise das Teil dann trotzdem einschicken wird und das Teil dann vielleicht ersetzt oder eben repariert, wie auch immer. Ansonsten gehe ich aber davon aus, dass man den Akku aber auch tauschen kann, sprich, wenn man das Teil hier öffnet, ne? So, hier ist dann halt noch die Öffnung für das Netzteil. So, einmal weggelegt. Und dann kommen wir zu diesem Aufsatz, zum vierten Aufsatz. Das ist halt dieses Schneidewerkzeug. Das setzt man dann hier einmal so rein. So, hier sind solche Nasen, die nur so reinpassen. Na, komm her. So. Einmal entriegeln, verriegeln meine ich. Und dann so. Und das Teil läuft. Ziemlich gut. So, einmal reingedrückt, rausgezogen. Ich denke mal, das ist ganz praktisch. Das Teil werde ich wahrscheinlich nicht ganz so oft nutzen, aber wenn man irgendwas schneiden muss, dann denke ich, geht das soweit. Dann der Winkelaufsatz. Wie gehabt, rein damit, verriegeln und dann läuft das Ding. Raus damit, dann hier das Drehmoment nach dem gleichen Schema. Und auch hier läuft. Hier kann man, soweit ich das gelesen habe, noch einstellen, wie stark das Drehmoment sein soll. Ja, das ist hier offensichtlich, ne? Ja, das kann man drehen. Okay. So. Und dann der letzte Aufsatz. Der Exzenteraufsatz. Und da kommen dann halt an der Wand liegende Schrauben. Funktioniert auch ganz gut. So. Und dann halt hier zum Beispiel diese Verlängerung. Einmal reingedrückt. Und dann läuft das. Das geht natürlich noch relativ einfach raus, weil ich hier relativ viel Fläche habe. Aber wenn ich zum Beispiel hier so ein Torx-Schrauben, so ein Bit reinsetze, so, dann geht das Teil nicht mehr raus. Jedenfalls nicht so einfach. Ich versuche es mal hier mit so einem Tuch. Ah, geht auch nicht. Ja, und das ist genau das Problem. Jetzt nehme ich mal hier so ein Papier. Mal gucken, ob das mit dem geht. Na, ah, das ist auch schwierig. Nee. Ja, wie gesagt, man muss relativ festes Papier nehmen. Ich hatte letztens so ein Prospektpapier genommen und da ging es halt raus, ne? Und genau das ist eines der Nachteile. Einmal halt kann man das Teil nicht während dem Laden, weil das habe ich leider bei dem hier auch festgestellt, nicht nutzen. Das wäre zum Beispiel etwas, was man halt, oder was ein Vorteil wäre, wenn zum Beispiel irgendwann mal der Akku ja, zu, oder beziehungsweise kaputt ist und man das Teil aber noch nutzen möchte, ohne dass das repariert wird, wenn man sagt, ja, wegen 25 Euro, ne, werde ich jetzt nicht irgendwie einen Akku für 10 Euro kaufen oder so. Oder wie viel das Teil halt dann kosten wird, aber ich gehe mal davon aus, so um die 10 Euro. Ne? Und man trotzdem halt irgendwelche Tätigkeiten noch machen möchte mit dem Teil, dann kann man leider auch hier wiederum nichts, ne? Oder kann man das Teil nicht benutzen, während es im Netzteil oder am Stromnetz angeschlossen ist. Ja, aber mein Gott, so ist es halt. Ne? Dafür ist es relativ günstig. Man mag schon sagen, fast billig. Aber die Qualität soweit, denke ich, ist okay. Ne? Halt bis auf dieses kleine Problemchen hier. Ne? Ja, soweit bin ich damit durch.
Ich werde das Teil auf jeden Fall auch zum Schraubendrehen an den Quadcopter nutzen. Da insbesondere dann auch mit diesem Drehmomentaufsatz. Da finde ich das ganz sinnvoll und ansonsten halt für vielleicht wieder für irgendwelche Schränke und so weiter, ne? So, ich bedanke mich fürs Zusehen und sage Tschüss.